Tja, meine Damen und Herren, meine diesjährige IFA-Bilanz, sie sieht folgendermaßen aus. Das Wetter ist gut, alles wunderbar, aber leider Armin Serbrock habe ich nicht getroffen. Und die ARD ist ja auch nicht mehr auf der IFA, sehr schade, muss man wirklich sagen. Alles ist ein bisschen anders geworden, als es in den letzten Jahren war. Und man kommt nicht mehr so auf seine Kosten. Und ich vermisse natürlich auch auf jeden Fall die vielen Exklusivinterviews, die ich geführt habe, das muss ich sagen. Ist sehr bedauerlich, aber kann man leider nichts machen. So ist das nun mal.